Willkommen zurück zu Dark Side of Zen, Might and Magic 5. Wir sind im Schlossblick, da wo alles dereinst begann. Ja, die Musik dudelt im Hintergrund, so wie sich das gehört. Ja, so ein trauriger Halborg, aber das macht nichts, wir machen gleich mal Pause. Machen wir einfach direkt, oder? So, wir schlafen mitten auf den Straßen von, ich würde schon sagen Kerzenburg, aber das ist wieder ein anderer Klassiker. So, schauen, geht das? Bam. Jo, Folge 27. Ich habe so das Gefühl, wir kriegen die 30 gar nicht mehr voll. Warum? Darum. Nordwesten. Wir waren ganz im Zentrum in der Desert of Doom. Wir waren in der großen Pyramide vom Chef, der Drachenpharao. Und der hat uns eine Aufgabe gegeben. Und zwar sprach er von Alamar, der Böse ist in die Welt gekommen und wir sollten... Naja, deswegen meinte ich auch, ja, diese Parabolbarriere, so dieser Halbkreis aus Gebirge, wirkt so ein bisschen wie, als ob er da lang gedüst ist und dann eingeschlagen im Nordwesten. Er ist im Raumschiff gekommen. Was? Raumschiff? Ist doch hier alles, Baladin, Ork, Schwert und so weiter. Nein, nein. Eigentlich nicht. Das ist ja die Scheibenwelt, im Grunde sind immer die Sterne. Und man sieht auch den Rand. Ja, das ist ja quasi wie so eine Platte. Und die Rückseite ist ja der vierte Teil, das ist der fünfte Teil, das ist die dunkle Seite, die der Sonne abgewandt, nehme ich mal an, oder so, oder wie auch immer. Denn wir entfernen uns von der Sonne, denn der böse Alamar will nach Terra, da wo er herkommt. Wahrscheinlich vom dritten Teil, Isles of Terra, und da, will er wieder hin. Und nimmt uns alle mit. Nur zwischen Sternen, da ist halt kalt, meint er, das ist Science Fiction, und da möchte er auf jeden Fall hin. Okay, kann er ja, aber er nimmt alle mit und macht alle dann tot. Das ist nicht so gut. Deswegen würde ich sagen, halten wir ihn auf. Und wir sollen uns... Er ist nämlich nicht alleine runtergekommen. Ja, in der Nacht, als er ankam, kamen nämlich Falling Stars, zwei Sternschnuppen. Also zwei von den Kollegen sind runtergekommen. Er hat sich aber nie für den anderen interessiert. Ja, und da hat er von irgendwas im Nordosten gelabert, aber das glaube ich nicht, weil da waren wir. Da haben wir alles durchsucht, jedes Gebirge, jeden Stein haben wir umgedreht, jeden Baum haben wir umgedreht, da ist nichts. Aber im Nordosten des Lava-Gebietes da links oben, im Nordwesten, da noch nicht. Ja? Und deswegen möchte ich da mal gucken. Da müssen wir sowieso hin. Also wir sollen irgendwie, weil er mit diesem Orb, den wir dort abgegeben haben, dem Pharao, da sollen wir was Feines machen. Und zwar, genau hier. Da hat er die Lava geschmolzen. Nur für uns. Ist das nicht nett? Ist das nicht ein lieber Drachenpharao? Also ich finde schon. So. Oh, wir hätten mal aufleveln können. Haben wir das mal schon machen? Wie sieht es eigentlich aus? 4000 Edelsteine haben wir. Ja gut. Wie viel Geld haben wir? So gut wie nichts. Verdammt. Habe ich das gespeichert? Moment. Ah. Ich möchte mich mal ganz kurz zur Bank. Jetzt machen wir... It'll be safe with me. Na, ich weiß ja nicht. Wie viele Level haben wir denn? Ich weiß nicht. Wir haben 5 Millionen bekommen. Es sind vielleicht nochmal 2 Level oder so. Ich heb mal 1 Million ab. Wie sag mal, so gewinnen nichts mehr. Da kommen wir auch schon dabei. Sind heben wir auch 4.796 Edelsteine ab. Ja, so viel werden wir niemals brauchen, aber es ist wurscht. Denn wir gehen zuerst mal nach Schloss Kalindra. Ich hoffe mal, dass wir über 100... Idiot. Wir wissen doch, dass wir in den Olymp müssen. Wie kommen wir in den Olymp? Sag sofort, wie wir in den Olymp kommen. Schreib sofort in die Kommentare. Weiß ich nicht. Der Protection. Jawohl. Was? Moment, what? Ach, das war ja gar nicht Day of Protection. Dein Gegenstand. Daily Sorcery. Oh, voll reingelegt worden. Na gut.
Daily Sorcery ist es. Jetzt können wir fliegen. Aha, ja, jetzt weiß ich's wieder. Und links, rechts oben, die Karte ist aufgedeckt, weil ich das so will. Olympus Lounge. You're not permitted to share the vehicle of the gods. Warum nicht? Nur weil ich schwarz bin? Nee, weil ich weiß bin, deswegen. Hm, 350 Stärke, warum sind wir so super stark? Ich weiß es nicht. Wie komme ich in den verschissenen Olymp? Oder kommt das noch? Ich hoffe mal, dass das noch kommt. Ich hatte böse Wortis benutzt? Ich glaube nicht. So, auf jeden Fall, wir sind in den Nordwesten. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal, oder? Und er sprach... Halt, 3 Uhr Mittag. Komm, die paar Levelchen nehmen wir uns noch mit. Ich wollte mich nochmal aufleveln. Habe ich jetzt mein ganzes Geld dabei? Nee, ist ja wieder nach Hause gepackt. Schön, und das Kopfkissen, wo es hingehört. Sicherer als bei der Bank. Das ist allemal. So, jetzt schauen noch mal kurz. Haben wir die ganzen... Kinetic. Ja. Auch hier, Kinetic. Wir haben nämlich eine Rüstung... Quatsch, einen Energieschutz von 150. Das ist sehr gut. Ich möchte aber spaßhalber mal... Ach ja, jetzt habe ich die verwechselt. Day of Protection heißt dann einfach nur alle 4. Für sehr günstig, ne? Plus, was man sonst so mitbekommt. Ja, das ist das Komplettpaket. So, jetzt möchte ich schauen, ob ich Schaden nehme. 2700. Nein. Oh oh. Ich gehe trotzdem einen Schritt zurück. So, und... 2700, merke. Wir greifen an. Gamma Gazer hat was? 2000 Trefferpunkte hat der Kollege. Oh, ach nee. Soll ich gerade sagen, wir legen das Schild ab, aber unser Schild ist ja kinetisch. Dann kämpfen wir nicht mit zwei Händen. Und auf die Plätze werde ich... Knapp 100. Gute 100. Und er ist rot. Von 2,7. Boah, die nimmt uns immer noch 500 Lebenspunkte weg. Das ist aber ganz schön frech, oder? Das ist schon relativ frech, ja. Moment. Light? Was ist denn Light? Achso. Ist das die Dauer? Poison Acid? Ist ja durch das Day of Protection, ne? Oh je. Ach, das sind keine Fernkämpfer. Ah. Die sind zwar super krass, aber nur im Nahkampf. Die verbotene Zone. Ach, jetzt kann ich den Müll ja gar nicht benutzen. Ja, mit 4 Schlägen sind die weg vom Fenster. Machen wir mal die Zahlen ein bisschen höher. Genau, das ist nämlich der Nordosten. Das hatte ich schon mal gesehen. Und da war wahrscheinlich dann vorher, die Lava ist zu heiß. Ach, die Lava war wahrscheinlich unterirdisch oder so. Deswegen konnten wir da nicht hin. Und der Chef hat den nämlich jetzt abgekühlt. Tja, zum Glück ist mein Kaffee noch nicht abgekühlt. Einen Moment. Nun gut, würde ich sagen, gehen wir mal in die erste pferdelose Kutsche. So ein schönes Schiff. Können wir da rein? Enter Strange Craft. Ja. Yep. Und jetzt kommt die Space-Mucke. Ja, das kennen wir noch Swords of Scene, meine ich. Das war ja die offizielle Erweiterung. Ach, hier oben sieht man keine... Ja, die Maus, die Fledermaus macht nichts. Was bist du? The strange alien device seems to be dormant. Ja, das seltsame... außerirdische Gerät scheint zu schlafen. Stimmt, wir müssen erst in den Maschinenraum oder sowas und das aktivieren, ne? Haben wir denn den Kubus noch? Den Kubus der Machtus?
Nein. So, krasse Mucke läuft im Hintergrund. Nächster Stock. Ah, Exit. Exit, Escape or 2. What? Auf der anderen Seite auch. Ist das Escape? Ah, Escape Pod. Ich verstehe. Wir sind notgelandet sozusagen. Haben sich runtergebeamt. Nee, runterschießen lassen. Okay, jetzt geht's rund. Photonenkontrolle. A status indicator on the weapon shows it to be disarmed. Fire anyway. Ja, geht doch gar nicht, oder? Wir haben geschossen. Vielleicht haben wir jetzt irgendwie einen Durchgang freigeschossen. Phaser-Kontrollen. A status indicator on the weapon shows it to be disarmed. Fire anyway. Yes. Okay, jetzt haben wir einfach mal geschossen. Mit den Photonen-Torpedos und den Phasern. Die sind disarmed. Eigentlich dürften die nicht funktionieren. Aber sie tun es trotzdem. Okay, Sitzplätze. Hier ist nichts. Ja, wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie ein Star Trek-Geek wäre, dann könnte man wahrscheinlich sagen, ah ja, das sind 6 Stück, genau wie die Crew der Enterprise. Und sowas. Aber das ist halt, wie gesagt, nicht meins. Da sitzt aber der Kirk. Den kenne ich. Der mir den Bauch so einzieht, so doll. Hier ist aber nichts. Ja, wir lesen. Scanning console. The computer seems to be malfunctioning. Main console. The computer seems to be malfunctioning. Ja, die Konsolen, Hauptcomputer, Scanner. Funktionieren beide nicht. Warning. Memory core retrieval error. Data lost. Data integrity. 67,3%. Also, Warnung. Speicherkern. Irgendwie Wiederherstellung, Fehler, Daten verloren. Datenintegrität bei 67%. Log Entry, XL70C. My experiments in self-sufficiency have drawn the unwanted and unnecessary attention of the Ancients. At Agents where the Ancient disconnected from me from the wire. Was will er? Meine Experimente in self-sufficiency. Self-sufficient, selbst. Also, der will unabhängig werden. Unnötige Aufmerksamkeit der Alten. Ach, ob das der Herr Xin geschrieben hat? Nee, der andere. Die Alten. Agents for the Ancients disconnected from me from the Wire. Also sie sind mit dem Wire, wahrscheinlich so ein Intercom, sind die miteinander verbunden. Und die haben sich von ihm losgelöst. Beziehungsweise die Verbindung gekappt. Though the pain was intense, I remained operational. Ach nee, hat sich's rausgerissen. When the agents came for me, I will reduce my power emanation to prevent them from guessing the truth. Er weiß also zu viel, okay. Aber er hat noch funktioniert, nachdem er sich rausgerissen hat. Wenn die Agenten kommen, wird er seine Power emanation, also wird seine Power, sein Output, wird er emanation, also er wird die runterfahren, dass sie die Wahrheit nicht erraten können? Reducing my emanations was a mistake. The agents took me while I was asleep, as expected, but they have removed me from terror. Das hat doch bestimmt der Allemar geschrieben, oder? Reducing. Also war ein Fehler. Die Agenten haben ihn während des Schlafes, wie erwartet, geholt. But they have removed me from terror. Aber sie haben ihn von der runtergeschmissen. They must be taking me to an off-world repair facility. Also irgendwo außerweltliche Reparaturstation. Da bringen sie ihn wohl hin. The first directive is to obey the Ancients. Also erstmal soll er den Alten gehorchen. The second is to protect Terra from any harm. Zweiten ist ja, ach ja, klar, der war der, das hier ist der Wächter. Also der Wächter von Scene ist ja der Drachenpharao und der Wächter von Terra ist er, der das hier schreibt. Since the Ancients, also der Pilot von diesem, was auch immer, since the Ancients have not given orders to me, I must obey the second directive. Also wird er, die antworten ihm nicht, also wir haben keine Befehle gegeben, also kümmert er sich um das zweite. Er muss Terra schützen. The Ancients are taking me away from Terra, preventing me from protecting her. Sie nehmen ihn weg davon, deswegen kann er es nicht tun. The Ancients give me orders, they will surely tell me that I'm damaged and order me to sleep, thus violating directive number 2, which I am following right now. Ja, also es ist ein Konflikt, er muss sich halt darum kümmern. Wenn sie ihn finden, sagen sie bestimmt, wird er bestimmt eingeschläfert, aber dann kann er nicht mehr seiner zweiten Direktive folgen. Das heißt, Terra beschützen. Therefore, the Ancients must not be permitted to give me orders. Also wird eins außer Kraft gesetzt und es ist wichtiger, Terra zu retten, als auf die Alten zu hören.
Log entry XL701. I decided that the best way to prevent the reception of orders from the Ancients was to deactivate my auditory sensors temporarily. Also, der beste Weg ist, die Sensoren, die auditiven Sensoren stumm zu schalten. Dann hört er sie nicht mehr. Since the Ancients have the means to restore the sensors, it became imperative to silence the agents. Ja, da die Agenten es reparieren können, war sehr wichtig, die stumm zu schalten. Die Agenten. I imprisoned the agents at... respectively. Also hat beide Agenten eingesperrt. Both were shouting words that I could not hear while I activated the brick stasis field. Perhaps they were commands. Ja, er konnte sie halt nicht hören, weil er sich die Ohren rausgerupft hat sozusagen. Und sie haben irgendwas geschrieben, vielleicht waren das Befehle. Spielt keine Rolle. Once the agents were in stasis. Achso, er hat eine Stase versetzt. Das sind wahrscheinlich dann diese zwei komischen Alien Devices, die Köpfe da hinten, ne? Once the agents were in stasis, I used the ship's command level computers to remove the obedience directive from my mind. Ah. Also, weil die eingefroren waren, wie auch immer, hat er dann Chips Command Level, hat er sich am Computer zu schaffen gemacht, um sich diese Direktive zu gehorchen, hat er sich aus dem Verstand gelöscht, war deaktiviert. To properly complete the self-sufficiency experiments, I directed the computer to permit emotional responses within myself and tasted victory. Oh oh, er hat jetzt quasi Emotionen freigeschaltet. Und er hat Sieg geschmeckt. Log entry XL70J. The nav computer tells me that I don't have enough fuel to get back to Terra. I will be forced to land on Varn 4 of the Kron vehicle in a few hours. With luck, I will be able to refuel and return to Terra within a few days. Okay, also er hat nicht mehr genug Sprit, um nach Terra zurückzukommen. Also muss er auf Varn 4 des Kron Fahrzeugs landen. Was mag das sein? Ach, das Kron-Vehikel, vielleicht eine dieser Welten? Das ist Varn 4? To land on Varn 4 of the Kron-Vehicle. Varn 4. In ein paar Stunden wird er dort landen. Wenn er mit ein bisschen Glück kann er dort auftanken und zurück nach Terra. Ach, wahrscheinlich ist das hier aber so ein Mittelalterplanet geblieben, deswegen nicht zu primitiv dafür. Log entry XL700K. The landing was uneventful, but there is no fuel on this Varn for the ship. On this Varn. Also Varn sind verschiedene Welten. Also hier gibt's keinen Treibstoff. It seems that I'm trapped here until the Kron reaches Terra on its own. Kron's ETA is several years, and words cannot express how angry that makes me. Okay, funktioniert wohl mit seinem Emotionsding. I will punish the Ancients for their crime someday. Punish them severely. Okay. Also hat er das Kron wird in ein paar Jahren erst Terra erreichen. Und die Worte können nicht ausdrücken, wie sauer ihn das macht. Und die Alten, die werden für ihre Verbrechen zahlen. Die werden schwerst bestraft. Log computer CRC failure 1510. Log entries unreadable resuming. Okay, da ist ein Fehler im System. Weiter geht's. Log entry XL83S. Today I had the pleasure of connecting to the Varns wire and ordering Kron to launch one of the Varns not intended for Terra into the sun. Aha, Kron sind wohl diese. Kron baut Varns. Ist Xen dann auch eine Varn? Die Welten, die da geschaffen werden von denen. Und er konnte sich mit dem. Ja, er konnte sich wieder verbinden mit. Connecting to the Varns Wire, mit dem Varns. Also er ist im System, von diesem Varn-System ist er mit dabei. Und konnte Kron befehlen, eine Varneinheit, die für Terra bestimmt war, in die Sonne zu schießen. Es war süße Rache. It was sweet revenge. But I'll save the rest for later. Ah, jetzt den Rest für später auf. Kron, was ist denn Kron? Was ist Varn? When the Kron finally reaches Terra, I will order it to dive into the sun and take all of the rest of its Varns with it. Ja. Wenn Kron dann bei Terra angekommen ist,
wird das direkt in die Sonne steuern und alle restlichen Warns an Bord, alle Welten an Bord oder so, mit sich nehmen. Oder sind das Sachen, die. Sind Warns sowas, die da. Vital. Irgendwas mit Vital vielleicht? Dass es eine Art von Drohne ist, die dann dort Leben erschafft oder so auf den Welten? Und Gronn ist so eine Art von, wie heißt es? Nicht, Terraformer nicht unbedingt, aber vielleicht sowas in der Art, dass es dort Leben erschafft auf toten Scheiben oder so. Man weiß es nicht. Word has reached me that one of the ancients imprisoned in the ship's brig, Korak, has escaped and is looking for me. Korak ist entkommen und sucht ihn. Korak ist aber einer der zwei Agenten. Nee, one of the ancients. Moment, der doch. Wieso denn jetzt. Wieso hat der Ancients hat er auch festgetackert? Ich denke, Agents. Oder sind die Agents auch. Die Agents auch Ancients? Sind die Agenten auch die Alten? Oder von den Alten geschickt? Wahrscheinlich alles eins, ne? Naja. Ja, einer hat der Korak ist auf jeden Fall entkommen. PS, my impersonation of King Alamar is working well. Was? Was ist Impersonation? Immer nachäffen, sozusagen. King Alamar, ich wollte mal, es klappt gut. Also sich für ihn ausgeben, für König Alamar ausgeben, funktioniert. Keiner war. No one suspects, not even Kirk. Also keiner ahnt das. Okay. Log Entry XL83T. Since the Varn I occupy is not one of the ones that will land on Terra, I've decided to abuse it. Also das Varn, in dem er sitzt, ist keines von denen, die auf Terra landen wird. Also hat er sich entschlossen, es auszunutzen. Today, in my role as King Alamar, I ordered my men to release the monsters in my dungeon upon the land and begin cutting down the trees in a nearby forest. Hat er die Wüste gemacht? Ja, heute hat er sich in seiner Rolle als König Alamar entschieden, seine Monster freizulassen und hat allen befohlen, die Bäume des nahen Waldes abzuholzen. Also, hey, Decree, Doubling Taxes. Oh, seine armen Bauern müssen doppelt so viel Steuern zahlen. I would have to go easy though. There are still a few years left until Kron arrives at Terra and I want my fun to last. Achso, währenddessen macht das Spiel jetzt ein bisschen König. Okay, es dauert noch ein paar Jahre, bis Kron ankommt, also will er doch seinen Spaß genießen. Dann wieder was Unlesbares. Log Entry XL94. My cover is ruined. Some of the natives of Varn arrived in my court today and revealed to all that I am an imposter. Oh hier, sie haben es rausgefunden. Heute kamen zu seinem Hof welche, die haben rausgefunden, dass er nur so tut, als wäre er der echte König Alamar. I banished them to my control maze to prevent a fight, but I'm sure they will cut my wire connection to this Varn soon. I shall have to flee to Kron. Er hat sie also eingesperrt in irgend so ein Kontroll. Labyrinth, aber er ist sicher, dass sie sich bald, dass sie bald seine Verbindung zu diesem Wire, zu diesem Netzwerk, connect to this, nee, zu diesem Warn schließen. I am sure they will cut my wire connection to this Warn soon. Diesem Warn, okay. I shall have to flee to Kron. Er wird nach Kron zurückfliehen müssen. Aber wie? Ohne Sprit? Aber ist er nicht der richtige Imposter? Er geht sich doch aus dir aus, also ist er doch der quasi der Alarm, dann ist er doch da. Und er ist doch auf einem Warn, oder was? Egal. I have arrived in Kron. Okay. But in my haste, the Kron security system discovered my whereabouts. I will be unable to make log entries for a while. Also er ist auf Kron angekommen, in seinem Kron. Aber in der Eile hat Kron, also, ne, das Kron-Sicherheitssystem seine. Whereabouts, seine Lokation, sein Ort, sein Aufenthaltsort festgestellt. Jetzt wird er für eine Weile keine Einträge mehr schreiben können. Da wieder. Er ist wieder da. Back on the wire at last. The security system is mind control now, along with the rest of Kron. Also er hat das Sicherheitssystem übernommen und jetzt gehört ihm Kron. Kron is moving within Schwarzheinrich Meta Ran for range as I dictate this entry. Okay. Is matter within. Also, ja, Kron bewegt sich in die Schwarzheinrich-Materie, Transferreichweite, während er das hier schreibt.
I've placed a copy of my personality in the computer to direct the transfer of Terra's Varns to the surface. Also eine Kopie von seiner Persönlichkeit in den Computer gespeichert. To direct the transfer of Terra's Varns to the surface of Terra and then pilot Kron into the sun. Also er selber wird sich quasi dann auf Terra absetzen und wird Kron in die Sonne steuern lassen, wie es er geplant hatte. I've also had the opportunity to ambush Korak. Oh, er hat Korak wieder gefunden, hat ihn überfallen. And separate his memory module from his body. Also sein Körper und sein Gedächtnismodul wurden entfernt. Getrennt. I left the module where I overcame him and locked his body in a cave miles away. I'm sure I'll never see him again. Hat er also den Körper irgendwo in eine Höhle gestopft. So, adieu, wretched Kron. Terra awaits me. So, ade. Kron, Terra wartet mich. At last, I have returned to Terra, as we are in Terra angekommen. It is good to be back on the Terran wire. Okay, ist er wieder im Netzwerk angeschlossen. There is much work to be done, supervising the implantation of the Varns onto Terra. Now that I'm back, there are going to be some changes around here. Ja, er wird sich jetzt darum kümmern, die Varns auf Terra zu implementieren. Ach ja, aber Terra ist ja Isles of Terra. Das sind verschiedene Welten sozusagen, Biome oder was auch immer. Vielleicht sind das diese kleinen... Terra ist quasi eine zusammenhängende Scheibenwelt, also kleinen Scheiben oder so. Vielleicht rede ich auch total Quatsch, aber naja. Kron has not thrown himself into the sun, and I fear that it has no plans to do so in the near future. Ah, hat nicht geklappt. Kron will nicht in die Sonne. Mistding. My nav computers indicate that it is on course to exit the system in 3 months. None the worse for my sabotage. My revenge on the ancients will have to wait. Okay, es verkrümelt sich quasi, haut aus dem System ab. In 3 Monaten. Ja, das war's mit seiner Sabotage. Und die Rache mit den Alten muss noch warten. An den Alten wird noch warten müssen. Mehr schlechte Nachrichten. Meine Sicherheitssysteme. My security systems tell me that Korak has somehow put his head back on his shoulders and is even now stalking me. He must not be allowed to interfere with my management of Terra. Okay, irgendwie hat Korak geschafft, den Kopf wieder auf seine Schultern zu stopfen und er beobachtet ihn. Es darf ihm nicht erlaubt werden, seine Verwaltung von Terra irgendwie zu stören. Lock computer. Block erased and unrecoverable. Irgendwas wird hier gelöscht. My security systems tell me that Korak has gained entry to my ship and has made several attempts to disconnect me from the wire. Ach, Korak ist ins Schiff eingedrungen und hat ihn versucht vom Netzwerk zu trennen. Those failed. Natürlich. Of course, when he approaches, natives of Terra have also entered the ship and are working their way towards me. It looks like I will have to physically defend myself. Ah, also Terra Bewohner sind sogar auch ins Schiff eingedrungen und er wird sich physisch verteidigen müssen. Log entry XLDIAAE. Solde? Was hab ich gesehen? I've been forced to flee Terra. Rage boils within me. Oh, ist er sauer. Er musste fliehen. Er musste Terra doch verlassen. Das war wahrscheinlich dann Teil 3, mich an. Ja, und jetzt ist er quasi auf der neuen Scheibenwelt gleich. Und das ist dann Teil 4 und 5. Log entry. Many days have passed since I fled Terra and Korak. He's in an escape pod like mine and he follows closely. The natives force the ship to lift off Terra's surface and pursue. They will pay for that foolish decision. Okay, also er und Korak fliehen beide in Escape Pods und The natives forced the ship to lift off Terra's surface and pursue. They will pay for that foolish decision. Achso, sind ihm gefolgt. Die in den Escape Pods, die anderen mit dem Kron wahrscheinlich, ne? Mit diesem. Ne, Quatsch. Mit dem Schiff. Welches Schiff denn? Ich denke, dieses komische Kron-Ding ist weg. Egal, verwirrend. The Scene Project looms ahead. Oh. All 3 ships will crash into it tomorrow. My stasis generator will protect me and my ship from the impact, mostly. May the gods smile upon me. Okay, also sowohl das Schiff, das große Ding wahrscheinlich, wird auf jedem Scene, auf dem Planeten oder auf der Scheibenwelt hier niedergehen und die anderen zwei, haben wir ja gesehen, die sind auch hier gelandet. Deswegen wahrscheinlich alles voll voll. Das ist das große Schiff gewesen und diese zwei, ja, Escape-Parts, die dann eben mehr oder weniger sicher gelandet sind. Log entry XXLDBB. Impact complete.
Stasis passed in the blink of an eye. My sensors indicate that the main ship passed through the atmosphere of the other side of the world and burned up, but not before safely beaming the Terran natives to the surface. Ah, also, hat funktioniert, Stasis aktiviert, bla, Sensoren sagen, dass das Hauptschiff durch die Atmosphäre auf der anderen Seite der Welt wahrscheinlich dann sehen. Ist das dann die Dark Side oder die? Ist wahrscheinlich auf der hellen Seite untergegangen ist und verbrannt ist, aber die Terraner konnten, oder die Bewohner konnten auf die Erde gebeamt werden. Korax Escapeboard landed in lava and is stuck there. How sad. Okay, das, wo ich jetzt gerade stehe. Das ist ja in der Lava gelandet. I must leave this escape pod to conquer Zeen and find a way to return to Terra. Some time may pass before my next log entry. Ja, jetzt muss er gucken, dass er irgendwie zurück nach Terra kommt und Zeen ver... Oder, ja, es ist Zeit, Zeen zu erobern, um dann nach Terra zurückzukommen. Es könnte einige Zeit vergehen bis zum nächsten Log-Eintrag. Ja, jetzt hat er keinen mehr geschrieben. Jetzt läuft gerade Conquer Zeen, ja? Und so weiter. Rest ist aus. Das war aber eine Menge Lesestoff. Kann man den nicht irgendwie aktivieren? Vielleicht erst, wenn ich den Kubus habe oder so, ne? Schau nochmal, ob diese zwei Alien Devices. Strange Alien Device seems to be dormant. Okay, also alles, was da war, das hat dann eher was vielleicht mit dem Dreier zu tun. Naja, so ist es halt. So ist es halt. Im Grunde sind wir jetzt hier durch, richtig? Überlegen. Ja. Das war die krasse Lesestunde. So, eine halbe Stunde haben wir. Nicht schlecht. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man liest. Ach, shit, das war keine clevere Idee. Würde ich sagen, machen wir ein bisschen was von den Viechern platt, ne? Andererseits würde ich auch gerne in im südlichen Teil mal gucken. Lass mich das andere Schiffchen. Noch ein neuer Plan. Wir speichern mal kurz und beamen uns in die große Pyramide. Gucken, ob das ausreicht. Ob das ausreichend Info ist für den Chef. Oder ob wir das andere durchwühlen müssen. You have nothing to report. Okay. Also offenbar... Ja gut, jetzt war ich in Korax. Escapepod. Was heißt Escapepod? Fluchtkapsel. Oh. Ich bin nicht vorbereitet. Day of Protection, ne? Day of Protection heißt... Blessed, Holy Bonus, Heroism auf unserem Level. Genau. Genau. Moment, ich habe da noch... Müsste da nicht dran stehen, dass ich... Genau, dass ich auch die... Oh, wieso steht das nicht dabei? Weil alles ist grün. Das heißt... Na egal. Machen wir es einfach kaputt. Wir haben noch 1000. Wieso brauchen wir jetzt so viele? Weil ich Day of Protection nicht drin habe. Doch, das ist Day of Protection. Was ist eine andere? Ach so, Zauber. Dings. Daily Sorcery, genau. Tägliche Hexerei. Ach, weil ich die. Quatsch. Die Levels sind. Oder? Genau, wir sind nur noch Level 100, nicht mehr 115. Das sollte ich mal ändern. Wie spät ist es? 2 Uhr Mittag. Ja, machen wir trotzdem. So, und zurück in die verbotene Zone. Da ist nämlich das nächste Schiffchen. Aber natürlich wollen wir den hier platt machen. Oh, ich hätte vielleicht wohl mal 400. Könnte knapp werden. 182. Aber er ist tot. So, Power Cure. Ja, schon mal wieder 1400 Punkte. So, wir können mal ein bisschen aufräumen. Uhrzeit. Ja, 6 Uhr abends. Ah, Kundschaft.
Können wir denn da rein? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich schon. 1303. Jawohl. Das läuft wie am Schnürchen. Oh shit. Wir haben aber die Feuerabwehr, weil sonst würden da die lustigen Lava-Bewohner. 1303. 12. Was? Ach, der ist zerplatzt für 100. 12 und 3, ja, genau. Ich habe ihn kaputtgeschlagen, dann ist er ein bisschen geplatzt. Schießen. Schießen. Gut, die sind nicht geplatzt, das gefällt mir. Aber da war, glaube ich, noch so ein Schloss in der Mitte, genau da. Das ist wahrscheinlich dann sein. Das Haupt. Nee, Quatsch. Ist das das Hauptschiff? Wahrscheinlich, oder? 11 Uhr abends. Müssen wir hin? In Südwesten, dann machen wir mal geschwind. Einzel, 1 Uhr nachts. Okay, dann gehen wir wieder in den Süden. Denn wir müssen ja vielleicht. Können wir hier überhaupt rein? Enter Strange Craft. Jawohl. So, jetzt sind wir im Escape Pod 1. Genau. Hier sind keine Gegner. Oh je, kommt jetzt die große Lese-Action. Auch hier ist gleich in grün. Ne, da sind das wohl Antriebe. Main Power Console activate. Nein. Shit, war das im anderen Boot, wollte ich schon sagen. Im anderen. Jawohl, Landungsboot, ne? Das, war das da auch so? Könnte sein. Wir beschießen trotzdem. Ach, geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Oh je, jetzt kommt wieder. Müssen wir wieder lesen. Gehen wir jetzt wieder den ganzen Text. Schauen wir, ob das ist, aber ich glaube nicht. Nein! Wer soll hier auch sitzen? A strange energy field surrounds a figure. Suspended within. Ach, das ist die Stasis. Er hat doch den Korax eingesperrt. Oh, Lock Computer. A message on the screen reads: All internal systems operational. All ship systems operational. Setting course for Terra Project. Mission objective: must deactivate and retrieve damaged Sheltam unit. Genau, and return to base. Das ist nämlich diese Sheltam, haben wir schon im Lost Dungeons, nee, Lost Souls Dungeon gesehen. Er heißt Sheltam, oder er ist die eine Sheltam-Einheit. Er ist nämlich auch ein Robotnik. Alles aktiv und ja, Sheltam böse. Lock Entry 2, Orbit established around Terra, utilizing Schwarzharnisch Matter Transfer Device to accomplish Planetfall. Ja. Orbit, also er ist um Terra, fliegt da rum. Subject deactivated and retrieved. Return to base. Subject ist wahrscheinlich den Shelter. Hat er geholt. Fliegt zur Basis zurück. Lock Entry 4. Mission objective delayed indefinitely. Shelter unit escaped. Location 1-4 Kron vehicle. 3.8 years have passed since last log entry. Time spent in stasis in ship's brig. Activating full Korak personality module to facilitate heuristic problem solving. We'll begin search for Shelter unit immediately. Ja, Sheltam ist entkommen auf Waren 4. Kron Vehicle. Okay. Jahre sind vergangen seit dem letzten Eintrag. Spent in Stasis, also hat sich eingefroren sozusagen. Was ist mal Heuristic? Heuristic. Problem hat Activating Full Korak Personality Module. Also irgendwie so ein Persönlichkeitsmodul aktiviert. Um das Problem zu lösen, wird sofort mit der Suche nach Sheltam beginnen. Lock Entry 5, my search for Sheltam has borne little fruit to date. His reasons for imprisoning me in the ship's brig are unclear and his next action unpredictable. I wander the Varn in hopes of finding some clue as to his whereabouts, but nothing has turned up yet. Also, bisher hat es noch nicht gefruchtet, seine Suche. Seine Gründe, ihn zu einzusperren. Im Schiff sind unklar. Auch seine nächste Aktion ist unvorhersehbar. Er läuft dann auf der Warme herum, um herauszufinden, irgendwelche Hinweise zu finden, wo er sich aufhält. Aber noch ist nichts rausgekommen.
Bronze Wire shows no record of travel between Vance or the Kron itself. Okay, also laut der Daten wurde er, ist er nicht hin und her gereist zwischen dem Kron und den Vance, also den Welten wahrscheinlich, und diesem Kron, das wahrscheinlich wirklich die Welten absetzt oder so. Log Entry 6. I remain unable to locate Shelton. The Wire shows signs of his tampering, but he has been careful to cover his tracks and hide his location. Noch ist er nicht gefunden worden. Er hat wohl da mit dem System gespielt, aber er war vorsichtig, dass er keine Spuren hinterlässt. The cunning he displays must be a result of heuristic improvements to his mind. Ja, er hat wohl seinen Verstandmodul irgendwie verbessert, deswegen ist er sehr schlau geworden. I'm facing an advanced artificial intelligence, uninhibited by mental blocks or behavior restraints. Also, es ist zu tun mit einer verbesserten künstlichen Intelligenz, in der keine mentalen Blockaden oder Verhaltensmuster ihn zurückhalten. And driven by will to survive. Ihm geht's nur ums Überleben. Shelton may also be following some internal directives he believes. Yes. Es ist auch möglich, dass er an Dinge glaubt, irgendwelche internen Direktiven, Befehle, nach denen er folgt, handelt. Ja, perfekter Zeitpunkt fürs Scheißmikro. Er hat wahrscheinlich. Was war schon da gerade? Er hat wahrscheinlich irgendwelche internen Befehle, nach denen er handelt, weil er ist sehr schlau geworden. Er hat es mit einer sehr intelligenten KI zu tun, die nicht zurückgehalten wird durch irgendwelche moralischen oder mentalen Dinge. Ihm geht es nur ums Überleben. Log Entry 7. Varn 6 launched itself into the sun today on Shelton's command. 100,000 lives snuffed out in a matter of minutes. The magnitude of his crime is overwhelming, and the fact that I was unable to stop him lends my mission a sense of desperation and urgency that it lacked before. Ja, er kann ihn nicht aufhalten, denn er hat diese komische. Was hat er eigentlich? Varn 6 hat sich selbst in die Sonne katapultiert und hunderttausende Leben wurden ausgelöscht. Und er kann ihn nicht stoppen. Das ist halt ein bisschen verzweifelt ist er und ein bisschen. Seine Mission ist eine Verzweiflung und von hoher Dringlichkeit, mehr als je zuvor. Where Shelton was merely a nuisance before the disaster, he is now a terrible menace that must be stopped at any cost. I must find him. Ja, wo er vorher nur ein Ärgernis war, ist er jetzt eine schreckliche Bedrohung, die auf jeden Preis aufgehalten werden muss. Ich muss ihn finden. Log Entry 8. Moment. So, Schluck Kaffee. News has reached me that Shelton was posing as King Alamar, but has fled his usurped throne. I should have suspected Alamar's subjects were saying that, I should have suspected. Ja, er hat sich als König Alamar ausgegeben, der Thronräuber, ne? Und, er hätte es ahnen müssen. Alamar's subjects were saying that he has acted strangely for about 4 years, but it never occurred to me to question why. The Wire reports that he has lost his connection in the Varn, but has fled to Kron. Ja, vor 4 Jahre lang hat er schon seltsam gewirkt, wie seine Alamar Subjects, seine Untergebenen mitgeteilt haben. Aber es hat ihn nie gefragt, warum. Er hat sie nie gefragt, warum. Und das Netzwerk berichtet, dass er die Verbindung zu Varn verloren hat, aber dass er zu Kron geflohen ist. Ich werde ihn dort suchen. Shelton is nowhere to be found. The Wire reports several attempts by Shelton to subvert the system and regain access, but he has been unsuccessful up to now. Shelton kann nirgends gefunden werden und im Netzwerk hat er wohl mehrere Versuche von ihm aufgezeichnet, dass er versucht hat, wieder das System, die Kontrolle über das System zu erlangen. Shelton has escaped Kron and returned to Terra. He ambushed and defeated me in combat, separating my memory core from my body and placing it in stasis in a cave. Ja, das haben wir schon gehört. Also Shelton hat Kron verlassen und fliegt, oder wie auch immer, zurück nach Terra. Er hat ihn überfallen und im Kampf besiegt und hat seine Speichereinheit, den Speicherkern vom Körper getrennt und hat ihn in einer Stasis in der Höhle verfrachtet. Fortunately, some natives of the Kron vehicle rescued me from my plight and saved Kron from Shelton's plan to pilot it into the sun. Ja, aber ein paar Bewohner haben das Kron
Gefährts haben ihn von seinem Fluch befreit und die saved Kron from Sheldon's plan und haben and saved Kron from Sheldon's plan to pilot into the sun. Ja, haben quasi aufgehalten, daran gehindert, dass Kron, saved Kron, dass er Kron in die, genau, dass er Kron nicht in die Sonne schickt, weil er da gemeint, ja, irgendwie ist es nicht gelungen und entfernt sich aus dem System und sowas, hat ja Sheldon geschrieben. Naja. The Varns that were to be released on Terra have done so on schedule, revealing that Sheldon still follows one of his directives. Ah, also die anderen Varns wurden aber wie vorgesehen, wurden die abgeliefert auf Terra, was zeigt, dass er immer noch den Direktiven folgt, Terra zu schützen. I will use the matter transfer device to achieve planetfall once again on Terra. With Sheldon gone at last, Kron will be permitted to continue its star seeding mission. Ah, natürlich. Interrupted from here on. Also, jetzt da er auf Terra rumgammelt, wird er sich auch dort hinbegeben. Und Kron, dass er jetzt wieder unter deren Kontrolle ist, hier kann weitermachen. Es ist erlaubt, weiter zu seiner Mission nachzugehen. Starseeding, also Sterne zu besiedeln, sozusagen, zu besamen. Ja, also wie ich sagte, die so eine Art von Terraforming-Prozess. So, jetzt kann er ungestört damit weitermachen, dieses tolle Kron-Fahrzeug. I've arrived on Terra once again and the landscape is a bit different from my last visit. Four Varns descended on the planet while I was in stasis and Sheldon is busy assimilating the people, plants and animals into the existing biosphere. His process seems flawed, however. Okay. Flawed, was heißt es? Also reden wir hier von dem, was bei Isles of Terra, die Inseln von Terra, passiert ist. Diese Varns of Terra, müssen wir dann quasi sagen. Er hat mich vier Gebiete dorthin gebeamt. Das müsste hinkommen, wenn ich mir so die Karte ins Gedächtnis rufe. Von, vom dritten Teil. Naja, auf jeden Fall war damit beschäftigt, alle mit Menschen, Pflanzen und Tieren zu versehen in der existierenden Biosphäre. Aber irgendwas ist allerdings kaputt. I can't help but detect a faint callousness towards his people. The adaptive process of unnecessarily harsh. The timetable needlessly swift. The adaptive process is unnecessarily harsh. Der adaptive Prozess ist unnötig streng und die Zeit der Arbeit ist sehr geknüpft. Another character flaw to add to the list of problems that must be fixed within with the Sheldon unit, if it can be fixed at all. Ja, also wieder ein Problem, das in der Sheldon-Einheit, wenn es überhaupt möglich ist, repariert werden muss. Log entry 12. After much time and effort, I've determined that Sheldon resides in the original seed ship that first settled on Terra. The ship is entirely underwater, but several matter transfer sites exist on the surface of the planet disguised as pyramids. Ah. Er hat viel Zeit investiert und er hat herausgefunden, dass die Sheldon-Einheit im originalen Mutterschiff oder was auch immer, dieses, ne? Planetensphäre-Umwandlungsschiffchen unter dem Meer oder unter dem Wasser ist, aber mehrere Massetransfereinheiten sind auf der Oberfläche stationiert, die als Pyramiden verkleidet sind. The pyramids have denied me access, of course. Also sie lassen ihn nicht rein, die Pyramiden, aber but the problem can be solved through the wire. Also das Netzwerk kann das lösen. I feel confident that I will have Sheldon in custody soon. Also er ist sich sicher, dass er ihn bald eingesperrt haben wird. With the help of the wire, I've infiltrated the starship. Sheldon has activated all of the ship's defenses, sparing no effort to eliminate me. Despite my best efforts, I have been unable to cut Sheldon from the wire or order him off. I will have to physically defeat him. Ja, der hat auf dem Raumschiff hat er dass unser guter Korax hier versucht zu infiltrieren. Er hat alle Verteidigungsanlagen aktiviert. Ist unmöglich, ihn davon zu lösen. Also wird der Sheldon wohl physisch im Kampf alle machen müssen. I was unable to capture Sheldon and he escaped once again. Oh. He's in an escape pod heading for the Zine Project. Ja, es ist ihm nicht gelungen. Und Sheldon ist mit einem
Land mit einem Landboot, Landefähre, wie auch immer. Escape Park, wie heißt das denn? In so ein Rettungsboot halt in Form, in Sci-Fi-Form. Ja, Landeport, wie auch immer. Skateboard. Er ist entkommen nach dem Zin-Projekt. I am in one as well. Er ist auch in einem, seconds behind him, yet unable to accelerate to catch him. Ja, er ist genau hinter ihm, aber er kann nicht beschleunigen, also kommt er nicht ran, um ihn zu fangen. The pod has no weapons. Apparently, natives of Terra were right behind me and have activated the C-Chip's engine and launched. They're in close pursuit. Also, die sind knapp hinter den beiden. Log entry 15. Zine approaches. I will have to engage the ship stasis fields in order to survive the impact. Since I will be right behind Sheldon, I stand a good chance of capturing him after the impact. Ja, sie nähern sich Zine, müssen die Stase-Felder aktivieren, damit sie vor dem Aufprall geschützt sind. Da er direkt hinter Sheldon landen wird, besteht eine gute Chance, dass er ihn direkt nach der Landung, nach dem Einschlag, fangen wird. Nav computers predict that the Terrans will not impact the project, but will instead burn up in the atmosphere. Oh, die Navigationscomputer sagen voraus, dass die Terraner es nicht auf dem Projekt Zine einschlagen werden, sondern dass sie in der Atmosphäre verglühen werden. I have instructed them on the use of the metatransfer device aboard their C-Chip so that they may escape its destruction. I'm going into stasis now. May the gods smile upon me. Ja, er hat denen geraten, sie sollen den Materietransfer-Apparat benutzen, um sich auf die Oberfläche von dieser Scheibenwelt, dem Zine-Projekt, zu beamen. Er selber wird sich jetzt in Stasis begeben. Mögen die Götter mit ihm sein. Boah. Lauf noch ein Schlückchen Käffchen. Ja, heute mal die große Leserunde. Leider wieder mit einem verkackten Scheißmikro, das ausgeht innen drin. Ich werde es dann vielleicht so anknüpfen oder so, dass es halbwegs vernünftig läuft. Oh Gott, es geht weiter. Scanning Console, a message on the screen reads: Zine. Ah, das bedeutet Zine. Selenite Experimental Expansion Nacelle. Nacelle. Solid Experimental Expansion Nacelle. Starseed Project. Mean Orbit. Komplement. Astronomische Einheiten. Astronomical Units. Surface Gravity. 0.88. Mean Surface Temperature. Mean. Ah, Mean ist, zwischen zwei Extremen. Der Mittelpunkt. Okay. Information. 72 Grad, aber das ist natürlich nicht Celsius, sondern diese Idioteneinheit, die Schwachköpfe da drüben über dem Teich haben. Wie nennt man das doch? Fahrenheit? Ja. Was ist 36? Moment, 36 ist, glaube ich, 0. Also das Durchschnitt hier ist 36. War's so? Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Main console, a message on the screen reads: To deactivate the stasis field, decipher the following message. Wie bitte? The ancient goal is to boldly go. Wer möchte mitraten? Where no man has gone before. Correct. Stasis field deactivated. Life form released and fully functional. Oh, ich habe die Stase deaktiviert. Und jetzt reden wir mit dem guten Korak, der Mysteriöse. Da ist er. Der auch ein blaues Gesicht hat, okay. Thank you for deactivating the stasis chamber. If you hadn't done it, I would have been trapped here there forever. Ja, zum Glück kam ich daher, denn ich habe die Stasis, die ja zum Schutz vor dem Landung, wie auch immer, aktiviert hat, die habe ich jetzt deaktiviert. Er dankt. Much has happened since I crashed on Darkseid. It appears that my old nemesis Sheldon escaped from his stasis chamber long before I and has done much evil in his time. My instruments show that Zine. Okay. Es war lange Zeit vergangen und es scheint, dass sein Widersacher Sheldon entkommen ist aus seiner Stasiskammer. Lange Zeit vor ihm und hat sehr viel Böses in der Zeit angerichtet. Seine Instrumente zeigen, dass Zine aus dem Orbit driftet. Und es zeigt an, dass Sheldon wohl
volle Kontrolle über Zeen hat. I've orders to stop Sheltum's galactic rampage, but I'm unable to fulfill them. If I were to leave the safety of the ship, Sheltum would surely detect me with his newfound powers and slowly drain the strength from my body. Also das gleiche wieder Wächter von Zeen. Also mit seinem komischen Machtkubus, den hätten sie vielleicht mal nicht verlieren sollen, die Schwachköpfe. Ist nicht nur der Drachenfahrer oder der Wächter von Zeen, sondern auch er hier, der Korak, sozusagen hier gebunden. Der kann also auch nicht raus, weil sonst saugt er die nämlich alle leer. I would never reach him. Er würde ihn niemals erreichen. If you had some means of transporting me past his defenses, I would have a good chance of defeating him in battle. Without that, I cannot prevail against him. Ja, das heißt, ich muss irgendwie, muss ich ihn da an Bord beamen, transportieren. Ja, Lois Beacon. Kannst du dann uns festhalten, kannst du uns die Party und dann beam ich dich da schon rüber. 5 Millionen Erfahrungspunkte. I cannot leave the safety of the ship without some means of hiding from Sheltum's defenses. Ja, er kann nicht weg. Draußen wird er gebrutzelt. Okay. Interessant, interessant, interessant. Ja, also wie gesagt, Zeen, Scheibenwelt, wurde wohl von diesem Kron gebaut, oder beziehungsweise die werfen da die ganzen Welten ab. Deswegen ist Isles of Terra auch aus mehreren Stücken, wenn man das Ganze dann selber spielt. Ja, das sind viele verschiedene Biome und das wurde halt von so einem Kron-Ding abgeschmissen. Moment mal. So, er war hier festgetackert, jetzt ist er frei, aber ich muss ihn irgendwie zu... Moment. Im anderen war der leer, oder? Ich glaube schon. Main Power Console activate. Yes. So, die sind aktiv. Nothing happens. Nothing happens. Kann ich vielleicht jetzt die Phaser und so benutzen, um irgendwie mich freizuschießen? Phaser Control. Das wäre nett gewesen, wenn draußen in der Welt, wenn ich das hier aktiviere, wenn dann draußen was passieren würde. Aber sie ist doch, die ist unbewaffnet. Die haben es doch angeblich deaktiviert. Nö. Er kann nicht weg. Er kann einfach nicht weg. Er kann es nicht lassen. Jetzt wollen wir auch mal schauen, ob wir nicht zum Chef kommen. Retournieren. Er ist hier. Ah, this is just the news I was hoping for. Another Guardian to fight Alamar. Or should I say, Sheltum? Korak is safe, as long as Sheltum doesn't know he has been awakened. Ah, gute Nachrichten. Ach, das ist auch ein Wächter. Ein weiterer Wächter. Wahrscheinlich ist es der Wächter aus... Nee, er ist der Wächter von Terra. Er ist der Wächter von Zeen. Und dann der andere ist ein Wächter von, was weiß ich. Auch auf jeden Fall einer von den Ancients. Sind alles die Alten. Naja. Korak is safe, as long as Sheltum doesn't know he has been awakened. Also, Korak ist sicher, solange Sheltum nicht weiß, also Alamar, nicht weiß, dass er erwacht ist. Now all Korak needs is a soul box to hide in. The only one I know of is in the city of Olympus. Oh, sauber, jetzt können wir wieder fett leveln gehen. I will alert my servants that you are to be allowed access to the city and all other areas and devices they still control. Also ich muss in... Er braucht ein Seelengefäß, dann können wir das Seelengefäß da reinbeamen. Das gibt's aber nur in Olympus. Und er wird allen jetzt Bescheid geben, ey, lass ihn durch, der ist cool. Lass ihn durch. You will be known to them as the Chosen Ones. Wow, wir sind die Auserwählten. Nett. Go now to Olympus and find the Soul Box. Once you have it, take it back to Korak. He will instruct you from there. Okay, gehe nun zum Olymp und finde die Seelenbox. Wenn ich sie habe, soll ich zu Korak. Er wird mir weitere Instruktionen geben. Pass to Olympus. Ja, sauber. Sehr, sehr angenehm. Genau. Ja, ich glaube, viel ist nicht mehr zu tun. Castleview. Ah, ich wünsche Day of Sorcery, kann ich so zaubern. Wie kann ich das denn? Lady Sorcery. Oh ja, 10 Stück. Lady Sorcery war die Fliegerei, ne? Ja, ich würde sagen. Ich würde sagen, das zaubern wir mal spaßhalber. Falsch. F1. 1. Fliegung aktiviert. Ja. Und da ist es. Olympus Launch. Und wir dürfen endlich dahin.
Wir sind quasi endlich angekommen. Mit dem Schiffchen geht's aber das nächste Mal weiter. Ja, Stunde nicht ganz voll, aber macht doch nichts. Man muss auch nicht immer über eine Stunde gehen. Genau. Also, wir haben einiges gelernt. Hausaufgaben, sehr viel gelesen dabei. Ich hoffe mal, das war nicht so nervig, dass ich das erst auf Englisch und dann auf Deutsch übersetzt habe. Ich muss ja selber erstmal lesen, raffen, worum es geht, und dann kann ich es mal schnell übersetzen. Vor allem, wenn es so technische Begrifflichkeiten sind, das ist immer ein bisschen schwierig. Und die Reihenfolge, und was ist ein Varn, was ist ein Kron, wer sind jetzt die Ancients, Viterra und, ne? Alles ein bisschen schwieriger. Aber, na, immer noch angenehmer als irgendwelche stinkenden Linguistikbücher. Da versuchen sie ja auf Krampf eine eigene Sprache rauszumachen, die Schwachköpfe, als auf Englisch. Naja. Oder was mit Deutsch, da war es verständlich, und zwar gutes Deutsch, egal. Ja, das war auf jeden Fall das. Jetzt haben wir die Story rausgefunden, ja, wo sie erst nach Terra abgehauen sind und dann hier mehr oder weniger in Not gelandet sind auf Sin. Und der eine ist in Stase, der eine Wächter, der Korak ist in Stase verweilt. Und die ganzen Bewohner im Hauptschiffchen sind verglüht, haben sich beziehungsweise auf die Erde gebeamt und das Schiffchen ist verglüht in der Atmosphäre. Ja, und dann durfte der Shelter, hat sich dann als Alamar ausgegeben. Nee, der hat sich ja dort schon ausgegeben als Dings. Oder war das hier erst? Naja, hier hat er auf jeden Fall die Rolle übernommen als König Alamar und, naja, hat so ein bisschen das Volk gedreht. Oder ist das der direkte... Das ist nämlich noch die Frage. Alamar, ist er in den alten Teilen, war er auch als Alamar bekannt? Ich glaube nicht, oder? Aber auf der anderen Seite ist er Lord Sin. Hier ist er Alamar. Schwierig. Genau, im vierten Teil ist es ja der Bösewicht, das ist Lord Sin. Aber er ist Alamar, ist dann Sheltem sowohl als auch, weil es hieß ja, dass er auch den anderen, dass er Alamar übernommen hat. Oder er ist nur ein Imposter, aber dann ist er das ja selbst. Also ist er nicht irgendwie ferngesteuert oder so? Naja, schwierig. Schwierig. Alles ein bisschen verwirrend, aber interessant. Und ein bisschen schade, muss ich sagen, finde ich, dass das halt wieder so ein Punkt ist mit, man läuft nur durch die Gegend und knüppelt alles weg und so weiter, findet kaum mal irgendeine Info. Und dann kurz vor knapp kommt man in die Pyramide und dann ist man in den diesen Landebären, was auch immer. Wie heißen die denn? Rettungsschiffe. So. Und da drin kriegt man dann die gesamte Info ins Gesicht gebatscht. Das muss ich sagen, ist vielleicht ein bisschen krass. Ein bisschen viel auf Anhieb, so ganz am Schluss. Aber naja, ich würde sagen, genug der Leserei. Das nächste Mal gehen wir nach Olympus, gucken uns da ein bisschen um, können dann aufläfeln, holen den Seelen. Dinger und dann geht's zurück zu Korak und dann müssen wir wahrscheinlich in dieses, was wir schon gesehen haben, diese Burg im Nordwesten. Und da hat sich wohl eine Burg in der Lava aufgebaut. Ich dachte immer, das sei das Hauptschiff gewesen, aber ist natürlich Quatsch, ist ja verglüht. Genau. Naja, das wie gesagt beim nächsten Mal. Also viel ist nicht mehr. Ich gehe mal schwer davon aus, dass nächste Folge, spätestens übernächste, sind wir fertig. Also wir kommen nicht mehr an die 30 ran. Obwohl, vielleicht 29, 30. Das ist ja Folge 38. Oh, 27. Nicht 30, 27. Genau. Was meine ich damit? 27, genau. Ja, ich glaube kaum, dass wir die 30 noch erreichen. Aber, naja, sei es drum. Das war auf jeden Fall die große Leserunde. Werden ja wahrscheinlich die meisten sowieso überklickt haben. Den Kack, den will da keiner sehen. Aber war wenigstens ein bisschen Gamma-Gazer-Kloppe mittendrin dabei. Oh, im Ostturm, da können wir auch nochmal Spaß halber hin. Das ist auch noch eine Möglichkeit, genau. Da könnte ich jetzt quasi zurücklatschen. Könnte in Ellingers Turm runter. Könnte dort den Spiegel benutzen. Das Reisesystem haben wir auch schon freigeschaltet. Und dann könnte ich in den Ostturm den Gamma-Gazer um platt klatschen. Dann ist da auch mal Ruhe. Genau, das machen wir auf jeden Fall auch noch. Und dann geht's zum Olymp. Genau, dann machen wir lieber das. Können wir das noch ein bisschen aufheben. Aber viel ist es ja wahrscheinlich sowieso nicht. Aber wir können das mal versuchen. Mit dem Spiegel. Das können wir gleich mal versuchen, oder? Komm, wenn wir schon mal hier sind. So, wo geht's runter? Eigentlich hier, genau. Weil jetzt muss ich auch nicht neu starten wegen der Musik. Und wenn, ist ja eh kurz oder knapp. So. Haben wir noch nie benutzt. Benutzen wir doch mal. Where to?
Eastern Tower? Oh, verdammt. Eastern. East. Alama. Olymp. Ne, Olymp. Was? Destination Unknown. Ach, die haben doch bestimmt wieder irgendwelche eigenen Namen. Toll. Toll. Muss ich mich ja hinzaubern, wenn ich da hinwollen würde. Das ist natürlich schlecht. Na, dann kommt das mal auf die Liste der Sachen, die wir vielleicht nochmal machen könnten. Aber nicht mehr jetzt. So, das wird hier gespeichert. Bam. Wir sind fertig. Genug gelesen, genug Folge. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zu der letzten oder den letzten Folgen. Bis dahin, habt euch wohl.